So, herzlich willkommen zu unserem Projekt, was wir vorhaben. Also unser Ziel ist es, hier die Lernwerkstatt schön zu erneuern. Und zwar fängt es zum Beispiel allein nur an, hier neue Regale zu machen. Wie man schon sieht, wird schon ein bisschen hier gearbeitet. Oder wenn ihr mal ein bisschen mehr reinkommt, sieht man auch hier die Tische. Das sieht ja eigentlich schon ganz okay aus, die Tischkammer noch zu lassen. Aber was wir auch vorhaben, ist auch die Stühle zu erneuern. Und da auch andere Stühle zu machen, weil ich meine, ich glaube, ihr kennt es selber, wenn ihr so Holzstühle habt und das die ganze Zeit, das ist nicht so cool. Ja, dann haben wir noch vor, vielleicht noch was in den Waschbecken zu machen, vielleicht kommt da raus oder so, dann werden wir auch nochmal sehen. Hier, wo auch noch die Regale sind, haben wir auch vor, da noch ein paar neuere hinzumachen. Und genau, das wäre erstmal hier der erste Raum. Kommen wir hier zu dem zweiten Raum. Hier sieht man auch schon mal, also hier wird auch schon ein bisschen gearbeitet. Hier sind auch zwei Regale reinkommen. Und hier in dieser Ecke, wie man hier sehen kann, soll ein Schreibtisch hinkommen. Hier könnt ihr kurz sehen. Hier soll ein Schreibtisch hinkommen und dann auch nochmal ein Stuhl dazu, wo ein Computer drauf ist. Und auf den, den sollte man auch einschließen können, damit nicht aus irgendeinem Grund was geklaut wird, die Kabel oder so. Ich glaube, ihr kennt das ja auch ein bisschen selber. Hier seht ihr, können wir zum Beispiel auch mal ein Bild einblenden. Soll dann eine Trennwand sein und hier so quasi so eine Chill-Lounge. Und die Chill-Lounge ist eigentlich, haben wir uns eigentlich relativ gut vorgestellt, dass hier jeweils zwei Sessel hinkommen. Hier zum Beispiel ein Sofa und genauso auch hier drüben. Und dementsprechend ist auch hier dann noch ein paar Tische, um einfach mal noch ein bisschen runterzukommen von der Schule. Und das Ziel ist hier, die Atmosphäre so räumlich und so gemütlich wie möglich zu machen, dass es nicht wie Schule wird. Das ist unser Ziel hier. Falls ihr uns unterstützen wollt, Spenden sind unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann, wenn wir hier daran weiterarbeiten.